microphone muted. Are they dead? To be. Look! Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. Ich muss jetzt nicht gegen die kämpfen, oder? My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become. What? Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly what? You destroyed your own creators? Oh, there's no need to fret about them. They were simple, infantile, almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us, but the humans on the moon, now they are interesting. Why that? Geh weg, Eule! Are an enigma. They killed uncountable numbers of their own kind. And yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? Oh, cuss! We dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You what the fuck? Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. We will then dissect and analyze them. In order to drag their secrets forth into the light. Surely what the heck? Are you insane? We'd never do that. Can you believe this, 2B? This is bonkers. Well, I suppose this concludes the what the fuck? The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Alter, was ist das? This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? Was ist, Alter? The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Alter. Ich hoffe, wir müssen nicht normal gegen die kämpfen. Was heißt normal? Ja, wir werden 100 Pro normal gegen die kämpfen. Jetzt können wir uns hier umgucken. Krass. Aber warum gibt es dann friedliche Maschinen? Was ist da der Unterschied? Back this way again? What a pain. Stop complaining. Yeah, yeah. Ja, genau, mit Jammern, du Eimer. 2B, this is Operator 6-0. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Anyway, I'll mark the positional data on the map. Wir sind doch schon in den Bunker gereist. Hä? Was ist jetzt anders da dran? Hä, verstehe ich nicht. Wir brauchen noch Pilze. Bei Gelegenheit übrigens. Fernabwehr, okay. Ist wieder so ein Tor, was wir nicht öffnen können. Scheiße, das ist schon das dritte. Ich habe vergessen, wo das erste war. Ich weiß, dass wir drei haben inzwischen. Eins in der Wüste.
Hä, Stufe 1? Wirklich? Kann es doch nicht. Ja, geht klar, ne? Wo kommt die Leiter her, mein Freund? Wer bist du? Ah, check es. Hi. Hey, how's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate, too. Okay, also wir können jetzt mit den Dingern auch teleportieren, oder? Zugriffspunkt Teleport. Wähle Transport bei einem Zugriffspunkt aus, um zu anderen Terminals zu reisen. Es gibt viele Zugriffspunkte auf der ganzen Welt, allerdings musst du sie freischalten, bevor du sie verwenden kannst. Cool. Das heißt, oh, jetzt haben wir viele Punkte schon. Ja, cool. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich cool. Aber wir müssen jetzt in den Bunker, ne? Erstmal. Speichern erstmal. Transport. Bunker. Jawohl. Ab geht er, Peter. Ich habe übrigens noch nicht geguckt, wie viel Platz noch auf der Platte ist. The events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course, your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. You mean that freaky machine we ran into? This order comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood. Okay. Glaub, ich weiß, was jetzt los ist. Der Rat ist sich auch nicht ganz sicher, was es mit den friedlichen Maschinen auf sich hat, aber ich befürchte wirklich, dass der Rat entscheiden wird, dass wir auch die friedlichen Maschinen angreifen. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Ah ja, geht da. Ist das jetzt alles, was wir hier oben wollten? Das ist eine Mail, ja? Cool, zwei sogar. Dann gehen wir die Klammer lesen. Man, the commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. Why don't we rest a little bit, 2B? It's been a while. I'll rest if I feel like it. Ja, genau. 6-0 ist die hier. Ja, aber beklauen können wir sie. Leben. Kaufen. Keine Ahnung, wir haben gar keine mehr. Wir hatten 20 Stück. Krass. Hier kann man auch große kaufen. Nehmen wir auch mal zwei mit. So, wir wollen aber Nachrichten lesen. So, Pascal, wertvolle Informationen. Absender Pascal, mein Freund, ich habe das Gefühl, schon eine Ewigkeit nicht mehr mit dir gesprochen zu haben. Viele Kaufhäuser in unserem Dorf haben vor kurzem neue Gegenstände erhalten. Und ich wollte sicher gehen, dass jedes Mitglied von Jora darüber Bescheid weiß. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn du
Wenn dir wieder einfallen würde, dass es da draußen eine gibt, die, obwohl sie Maschinenwesen sind, bereit sind, ihre Herzen zu öffnen und solch wertvolle Informationen zu teilen. Ja. Nahkopf angeln. Tut mir leid, dass ich dich damit einfach so befalle, aber ich habe einen Fisch, den ich den Jura-Einheiten empfehlen will. Eigentlich will ich, dass du ihn isst. Damit ich die Auswirkungen seines Öles auf Jura-Einheiten studieren kann. Du weißt schon, für die Wissenschaft. Wie auch immer, komm vorbei, wenn dir langweilig wird, ich zahle. Die will, dass er einen Fisch fressen. Frage ich mal, wo ist die? Ist die weiter da unten immer noch? Operator 6-0, vertrauliche Einsätze da ist. Ein neuer Auftrag lautet, abtrünnige Jura-Mitglieder zu fangen. Diese Mitglieder haben sich nicht nur unerlaubt von der Truppe entfernt, sondern auch an gesetzeswidrige Tätigkeiten beteiligt, einschließlich Diebstahl von Widerstandsressourcen. Sie müssen schnellstmöglich inhaftiert werden. Operator 6-0. Achtung! Dies ist ein direkter Befehl der Kommandantin. Weiterleitung dieser Nachricht ist untersagt. Okay, abtrünnige Jura-Einheiten. This job can be pretty rough sometimes, huh? We don't get to choose our assignments. And you should work on keeping your opinions in check. Jorha aren't allowed to be emotional, remember? I think some of us are better at that than others. Speaking of emotion, those Adam and Eve units sure seemed less than logical. I'm heading to the transporter. Fine. Ja. Hey, hier oben ist noch was. Was erzählen die denn jetzt eigentlich? Das ist nicht gut. Einfach nicht auffindbar. Hä? Was ist das Problem? Jemand aus einer Bodeneinheit hat wohl in der versunkenen Stadt einen Pott verloren. Ich wollte die Rettungssignale zurückverfolgen, aber vergebens. Jene Gegend auf der Oberfläche wurde schon weitestgehend abgesucht. Kannst du den Pott bitte bergen, falls du ihn findest? Der Arme ist doch dort ganz allein. Danke im Voraus. Wo ist der? Nochmal. In der versunkenen Stadt. Okay, also genau in dem neuen Gebiet praktisch. 6-0, die ist nicht da, ne? Nein. Ach so. Ja, mit dem roten Symbol hat sich da wohl erledigt. Auf der anderen Seite könnten wir auch runter, aber hier ist halt das Symbol. Aber ich werde jetzt speichern. Jawohl. Und werde diese Aufnahme hier beenden. Denn ich spiele jetzt knapp 5 Stunden. Oh, das geht ganz schön auf die Glüsen langsam. Es ist inzwischen 4.41 Uhr. Ich würde sagen, es reicht für diese Aufnahme. Ich habe tierisch Bock. Wirklich tierisch Bock, weiter zu spielen. Und ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich morgen gleich weiterspielen. Oder ich werde morgen mit Max Payne 2 anfangen. Das kann ich noch nicht versprechen, was ich machen werde. Aber auf jeden Fall, wirklich absolut, kommt morgen auch wieder ein Stream. Beziehungsweise eine Aufnahme hier für alle, die auf YouTube schauen. Und ja, wie gesagt, ich würde mich da sehr drüber freuen. Ja, Ruinenstadt. Ja, wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich erstmal hier von allen bei YouTube. Hier geht es gleich ein paar Sekunden weiter. Und damit ist auch erstmal Schluss hier. So, willkommen zurück. Da sind wir bei der nächsten Aufnahme von Nier Automata. Mir bei YouTube geht es wahrscheinlich in einem Rutsch weiter. Ist 100 pro Folge. Oder dieselbe Folge, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Zwischen den, habe ich da gerade was gesehen, zwischen den Aufnahmen, aber ich habe trotz allem vergessen, was wir jetzt machen sollten. Ich glaube, wir sollten wieder zurück auf die Erde. Ja, genau. Das werden wir auch direkt tun. Da haben wir Post. Nein, nochmal nicht. Transport.
Wo müssen wir denn hin? War hier irgendwo was? Wüstenregion Lager, da haben wir sogar gleich eine Aufgabe. Wüsten. Achso, ja, wir sollen ja zur Jackass. Knallkopf im Deutschen übersetzt worden. Und zwar sollten wir einen Fischfilet essen. Ja, habe ich nicht vergessen. Nee, aber trotzdem gehen wir erstmal ins Widerstandslager, denn in diesem lustigen Loch da, in der Ruinenstadt, dort soll es wohl, haben wir ja gelesen, einen Pott geben, einen abgestürzten Pott. Und ich will mal, nicht allzu ewig, aber ich will zumindest mal kurz schauen, ob wir den finden. Das wäre mir ehrlich gesagt ganz lieb. Den Pott zu finden, da hätte ich echt Laune drauf. Be aware that the following transmission is classified privilege level 5. A group of Yorha fighters deployed to the city ruins have deserted. We need you to take care of them immediately. But don't get yourself hurt, alright? Ach, ja, stimmt. Stimmt. Wir sollten ja. Yorha members deserting? And attacking the resistance, no less? Kurz gucken, wie viel Geld haben wir denn? Ein Geld mit 19.000, oh, ist ja wenig immer. Rogue Yorha units should be captured and detained in order to keep collateral damage at a minimum. Detained? Easy for you to say. Aber so, warte, hier war auch. Ist ja auch was. Rot! Hm? Was willst du denn? Stimmt irgendwas nicht? Ihr seid von Yorha, stimmt's? Ob ihr wohl? Es ist so, dass ich kürzlich bei einem Handgemenge mit einigen Maschinenwesen den Kürzeren gezogen habe. Beim Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitet. Wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Nehmt zum Beispiel diese Fotos. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden. Oder was auf ihn zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Hm. Das ist in der Wüste, okay. Das ist ein Freizeitpark. Mhm. Das kenne ich. Kennen wir das? Ich weiß es gar nicht. Da helfe ich dir, ja. Vielen, vielen Dank. Aber was wisst ihr von uns? Wenn ihr da auf dem Fotos abgebildet und findet, schickt mir bitte die Koordinaten. Hoffentlich hilft mir das, meine fehlende Erinnerung wieder herzustellen. Wir geben dir Bescheid, wenn wir etwas finden. Danke. Ja, eins wissen wir ja definitiv. These places look familiar. One looks like the amusement park, one looks like the desert, and one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Die zwei dort sind welche von den Steam Sammelkarten. Ganz kurz hier. Mal kurz zurückschreiben. Nur mal ganz, geht in 2 Sekunden warten.
So, hier ist auch irgendwo eine Aufgabe. Wer ist denn das? Wer hatten die? Das ist der da oben, ne? Haben wir sein Zeug schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Was wolltest du? Verwalter. Ja, wir mit dem Verwalter reden. Wir mussten auch eigentlich noch hier hinten rein, aber ich glaube, wir müssen erst seine Quest abschließen. Entschuldigung, ist das Musikdose? Ja, ja, klar, die Musikdose. Ja, die haben wir doch gefunden. Ja. Das ist die Musikdose, nach der du gesucht hast. Die ist es. Wo habt ihr sie gefunden? Im Vergnügungspark, neben der Leiche einer Androidin. War das vielleicht ihr... Vielleicht ihr Besitzer? Ihre Besitzerin? Oh. War sie... Die ist ziemlich rostig, aber mit etwas Geschick sollte man sie wieder zum Spielen bringen können. Natürlich. Danke, dass ihr sie mir gebracht habt. Jetzt kann ich mich endlich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Ach, und von jetzt an seid ihr beiden hierher, ihr hier jederzeit her sehr willkommen. Aufgabenbelohnung: Baumsaat, Tierköder, Antikomposchaden, plus 3 Chip, cool. Mittlere Erholung, 3000 Gold und 250 Erfahrung. Und das Tor ist offen, das heißt, wir können die andere Quest noch machen. Während sich hier schon wieder... ich glaube gar nicht, gut, hier hat schon was. Das verschoben hier drüben. So. Jetzt wieder alles an seinen Platz schieben. Ihr wisst, ich habe immer sehr viel Wert drauf. So, und jetzt mussten wir sowieso eigentlich hier rein. Weil hier gab es ja auch was. Wir mussten hier dabei jemanden finden. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch. Wenn wir auf das Laken springen. Hm. Pass mal. Muss Gelumbe klauen, während er daneben steht. Hier, sieh mal, diese Säule ist etwas. Was in diese Säule ist etwas eingeritzt? 3 Zahlen. Ob das wohl Koordinaten sind? Ein Zielpunkt vielleicht? Oder ein Versteck? Schwer zu sagen, ich gebe sie einfach mal in die Karte ein. Das Widerstandsschwinden aktualisieren. Mal kurz schauen. Wir können ja immer in die Aufgaben reinschauen. Aktive Aufgaben. Eine Freundin Wüste behauptet, dass sie ihre Freunde verschwunden. Genau, untersuche den Ort, Koordinaten der Lagerhalle beschreiben. So, Narrenfinder. Ein Roboter mit einem akademischen. Genau, genialer Erfinder. Investieren in die Erfindung, ja, aber wir haben nicht so viel Geld. Fotos. Findet ihr auf diesen 3 Bildern, ja. Schlachtbefallung in Fabrik gestorben, doch eine Leiche wurde nie gewogen. Sie möchte gar nicht zusammen finden können. Gibt es sich zu verlassen, Fabrik? Ja, da können wir uns ja eigentlich mal hinporten. Jura-Verräter lässt mal jetzt. Nee, das machen wir dann erst ein bisschen später. Und der hat noch eine Aufgabe für uns. Oh, was jetzt? Was jetzt? Was ist denn los? Vielleicht kann ich dir helfen. Sag. Du bist aus dem Bunker, oder? Ja, ich habe da ein paar ausliefernde Pakete, aber ich krieg sie nicht aus dem Lager. Einer meiner Vorgesetzten sollte sich eigentlich drum kümmern, aber jetzt liegt es an mir und die Dinger sind komplett zugebaut. Dafür lässt sie meinen Kopf rollen. Ich muss die Pakete für den Transport da rausbekommen. Glaubst du, du kannst die Waren für mich herausbekommen? Na klar. Keine Ahnung wie. Großartig. 1000 Dank. Keine Ahnung, hä? Was für, hä? Ach, ein Minigame oder? Marking objects likely to be the targeted packages. I can't get them out like this. Ugh, better make a path first. Okay, Minigame ist ja cool. Als erstes will ich aber. Hä?
Wir sind doch. Kann ich nicht hier und nach hinten ziehen? Will ich nicht, ich will. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich will das nicht da reinschieben. Kann ich das jetzt wieder rückwärts ziehen? Wieso kann ich die Kiste nicht zurückziehen? Ist doch scheiße. Ja, so komme ich zwar da hoch, also da an das da hinten. Wieso kann ich denn das? Hä, wieso kann ich ihn bloß schieben? Ich will ziehen. Ich muss doch ziehen können irgendwie. Kann ich das nochmal? Kann ich hier nochmal rausgehen? Ja, nach draußen gehen. Genau. Ich hoffe, die stehen wieder so wie am Anfang. Hier noch was? Wenn wir gerade schon mal draußen sind. Oder nicht rein. So, wir müssen schon wieder mit dem reden. Ja, aber ich muss da irgendwie ziehen können. Ja, mach die Pause weg. Hallo? Nee. So, wie kann ich jetzt ziehen? Will ich mit nein S rein. Wie kann man nur schieben? Okay, dann habe ich eine Idee. Dazu müssen wir nochmal raus. Ja. Okay, wir können also scheinbar wirklich nur schieben. Ja, komm. Ja, lass mich doch rein jetzt. Oh. Okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Ich dachte, das wäre einfacher. Dann sind wir einfach die Dinger zur Seite geschoben und fertig. Wenn wir nur schieben können, schiebt man den nach oben. Und den nach unten. Den nach unten. Ja, und den zur Seite. Müsste eigentlich klappen. Also ich sage schön den und guck hin, wo ich hingucken will. Ihr könnt es nicht sehen, aber das ist egal. Also das Ergebnis zählt, würde ich sagen. Komm, kannst du so ein bisschen schneller? Du bist ein Androide. Du brauchst ja nicht bis hinter schieben. So. So, den nach unten schieben. Liegt übrigens eine Fliege rum, die mich tierisch nervt. Ich habe festgestellt, ich muss den B-Knopf gar nicht halten. Aber das verraten wir keinem, sondern. Aber auch nicht weiterschieben. So, jetzt über den. Nein! Ah, Scheiße. Oh nein. Ach, das war die falsche Richtung. Und wir können ihn nicht wieder zurückziehen. Mach ich den Blödsinn nochmal. Ja, lass los, Eule. Oh, ist ja nicht wahr. Oh, so ein Blödsinn. Ja, komm. Oh, ist denn nicht wahr? Ja, komm, zack, rein mit dir. Die zuerst. Ah, nee. Shit. Es wäre zwar nicht schlimm gewesen, wir hätten zwar die Aufgabe lösen können, aber ich würde gern den Loot da unten in der Ecke noch einsammeln. Da er doch schon ein bisschen versteckt ist, beziehungsweise schwerer zu erreichen, eigentlich auch nicht, aber. Hölle? Wer will denn mit dir reden? Wo ab? Niemand will mit Nein erst reden. Aber wirklich niemand.
So, das reicht schon. Und jetzt genau den da unten. Das dürfte auch schon reichen. Jawohl. Gibt's hier Schönes? Fernabwehr Plus. Jo. Und jetzt können wir den eigentlich einfach. Nein, niemand will mit dir reden. Hau ab. Können wir den einfach reinschieben. So, fertig. Paket erhalten. Jo. Okay, that should be all of the packages. Ja. Ja, na klar. So, komm. Da hast du dein Paket, Junge. Hättest du eigentlich schon alleine hingekriegt. Komm, jetzt red schon mit mir. Hallo. Ja. Hä? Nein, nicht du. Du! Was soll denn das? Ja. Oh, du hast wirklich alle gefunden. Es gab bloß eins. Du bist ein echter Lebensretter. Du solltest wirklich die Lagerlogistik überdenken. Da dringend kann man ja kaum laufen. Ernsthaft? Da muss dringend aufgeräumt werden. Ich weiß. Ich werde es mit meinen Vorgesetzten besprechen. Eine kleine Entschädigung für die Mühen. Oh, was haben wir? Ausweisdistanz plus 3 Chip, mittlere Erholung. 1 Rostinger Klumpen, 5. Fähigkeitshalber 3000 Gold. Ja. Wir können mal eine Chip-Erweiterung gleich kaufen, wenn wir eh schon hier sind. Würde ich mal so behaupten. Denn wir haben einige neue Chips, für die gar kein Platz mehr ist. Die müssen wir runter. Blut. Wer macht das? Sie, glaube. Oder? Ja, Chips kaufen, verbessern. Genau, hier müsste das sein. Hinweise. Reduziert Projektierschaden. Mehr doppelt. Da kommt dann plus 3 raus, okay. Plus 4 kommt da raus. Und die könnten wir zum Beispiel verkaufen eigentlich. Wir haben schon einen Dreier. Verkaufen. Hier die Chips. Ja. Wir haben zum Beispiel Ausweisdistanz 3-mal. Haben aber schon einen plus 3. So, Bewegungstempo plus 1. Oh, 2% mehr Erfahrung. Das sollten wir vielleicht auch ausrüsten. Button haben wir. Da können wir den schlechteren verkaufen. Automatische Heilung. Warum kostet der einige weniger, obwohl das die selten sind? Würde ich sagen, verkaufen wir den, der mehr Speicherplatz verbraucht. So, Bewegungstempo, Grundrate, verdiente er. Haben wir da halt auch 2? Wird doch hier oben schon mal, oder? Wir haben vor uns im alten Menü noch schon gesehen. Können wir eh nicht benutzen, die können wir mal. Die
die können wir mal verkaufen. Die können wir nämlich nicht benutzen, da die nur im Einfachspielmodus zu verwenden sind. So, was verbessern? Was brauchen wir hier noch? Naturkautschuk, Wasser und Pilz haben wir immer noch nicht gefunden. Scheiße. So, was könnte man hier noch kaufen? Ja, die Aufbewahrung können wir noch erhöhen. Wir nehmen mal noch 8 für 5. Nochmal 8 für 10. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben uns mal wieder. Jo, geht klar. So, zu welchem Händler müssen wir jetzt? Ja, hier gibt es noch gute Sachen. Das klingt gut.